Diese Formel hier für die Varianz ist noch nicht so richtig prall. Man kann es etwas schlanker formulieren. Man wird sie üblicherweise anders ausrechnen. Die Varianz, Sigma Quadrat. Ich schreibe es nochmal hin. Es soll die mittlere quadratische Abweichung sein. Der Erwartungswert von der Abweichung. Hier steht die Abweichung ins Quadrat. Der Erwartungswert von der Abweichung ins Quadrat. Das soll die Varianz sein. Wenn ich das jetzt ausmultipliziere, kriege ich es etwas netter ausgerechnet. Hier innen das Quadrat, einfach mit Binomi, ist der aktuelle Wert meiner Zufallsgröße ins Quadrat, minus zweimal der aktuelle Wert der Zufallsgröße mal der Erwartungswert, plus den Erwartungswert ins Quadrat. Nichts Dramatisches bis dahin. Das soll ich den klammern, um klarzumachen, dass nicht das x quadriert wird, sondern der Erwartungswert wird quadriert. Ich schreibe es mal so. Innen drin einfach die Klammer zerlegt. Nun ist der Erwartungswert aber linear. Den Begriff hatten wir schon mal. Ich darf Summen rausziehen und ich darf Konstanten rausziehen. Denken Sie einfach an Integrale. So war der Erwartungswert ja mal gebaut für die stetigen Zufallsgrößen. Na, wo bin ich denn hier? Sorry. Da. Wenn Sie hier die Summe von zwei Zufallsgrößen haben, können Sie das Integral zerlegen, analog bei dem Diskreten. Oder denken Sie an Durchschnittsbildungen, ob Sie erst den Durchschnitt der einen Variable bilden und dazu den Durchschnitt der anderen addieren oder beide addieren und dann den Durchschnitt bilden. Macht keinen Unterschied. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich darf diese Summe hier aus dem Erwartungswert rausziehen. Dieser Erwartungswert ist also der Erwartungswert von meiner Zufallsgröße quadriert. Minus, die 2 darf ich auch rausziehen. Erwartungswert selbst ist eine feste Zahl. Die darf ich auch rausziehen. Also ich ziehe die 2 raus, ich ziehe den Erwartungswert raus, das muss ich vielleicht mal hinmalen. Ich ziehe, und das Minus ziehe ich raus, die 2 ziehe ich raus, den Erwartungswert ziehe ich raus, aus dem Erwartungswert, und da steht im Erwartungswert nur noch das x mal den Erwartungswert von x. Da kommt der her. Also alles rausgezogen aus dem Erwartungswert, minus 2. Und e von x rausgezogen, es bleibt nur noch das x, die Variable selbst im Erwartungswert stehen, plus Erwartungswert von dem da hinten, das ist eine Konstante, der Erwartungswert, ins Quadrat ist immer noch eine Konstante, also einfach der Erwartungswert von x ins Quadrat. Und dann haben wir insgesamt der Erwartungswert von x Quadrat, Erwartungswert von x Quadrat, so, was haben wir jetzt? Minus zweimal der Erwartungswert von x quadriert plus einmal der Erwartungswert von x quadriert. Hier haben wir minus zweimal das Quadrat vom Erwartungswert plus einmal das Quadrat vom Erwartungswert macht insgesamt minus das Quadrat vom Erwartungswert. Jetzt haben wir die übliche Formel für die Varianz. Also man stellt sich vor, die Varianz misst die mittlere quadratische Abweichung. Das ist erstmal die Formel da oben. Und dann rechnet man ein bisschen aus und stellt fest, es geht ja viel leichter. Ich kann die Varianz bestimmen, indem ich das Mittel vom Quadrat bestimme. Also 1000 mal messen, jeweils quadrieren, davon den Durchschnitt, minus das Quadrat vom Mittel. 1000 mal messen, Durchschnitt bilden und dann quadrieren. Diese Differenz macht die Varianz aus. Das ist die übliche Art, die Varianz dann zu berechnen. Das Mittel vom Quadrat minus das Quadrat vom Mittel. Aber das ist nichts anderes als das Mittel der quadratischen Abweichung. Einfach durch Ausmultiplizieren und Binomi. Das will ich einmal noch zeigen für eine diskrete Zufallsgröße und einmal für eine stetige Zufallsgröße. Wie das dann tatsächlich geht. Also, der ideale Würfel, Varianz des idealen Würfels. Varianz des, was ist das für ein I? Varianz des idealen Würfels. Nummer 6.
der Erwartungswert vom Quadrat minus der Erwartungswert ins Quadrat. So kann ich das jetzt ausrechnen. Der Erwartungswert vom Quadrat. Welche Werte nimmt das Quadrat an beim Würfel? X ist der Würfel als solcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit der Wahrscheinlichkeit jeweils ein Sechstel beim idealen Würfel. X Quadrat soll heißen, ich nehme die Zahl, die ich auf dem Würfel sehe, und quadriere. Also 1, 4, 9, ach, was ist das? 1, 4, 9, was kommt jetzt? 16, 25, 36 sind die möglichen Werte für x Quadrat und alle mit der Wahrscheinlichkeit ein Sechstel. Wenn ich eine 2 auf dem Würfel sehe, ist x Quadrat 4, Wahrscheinlichkeit ein Sechstel. Wenn ich eine 3 auf dem Würfel sehe, ist x Quadrat 9, Wahrscheinlichkeit ein Sechstel. Der Erwartungswert von x Quadrat, Wert mal Wahrscheinlichkeit, Wert mal Wahrscheinlichkeit, Wert mal Wahrscheinlichkeit, Wert mal Wahrscheinlichkeit, so ging das ja, plus Wert mal Wahrscheinlichkeit, plus Wert mal Wahrscheinlichkeit. Das ist der Erwartungswert von x Quadrat. Hier hinten steht noch der Erwartungswert von x Quadrat. Den Erwartungswert von x hatten wir schon mal, 3,5. Das ist der Erwartungswert vom Würfel. Einfach die Zahl in der Mitte, ist ja alles schön symmetrisch. Das Quadrieren. Ich will es auch gar nicht vorrechnen. Ich habe mal zu Hause ausgerechnet, es kam dann 2 11 Zwölftel raus bei mir. Ich hoffe, das stimmt. Also lange Rechnung. Ist ja Banane, wie man es rechnet. 2 11 Zwölftel kam bei mir raus als Varianz für den Würfel. Das heißt, die Standardabweichung beim Würfel ist die Wurzel 2 11 Zwölftel. Und die habe ich mir natürlich nicht notiert zu Hause. 2 plus 11 durch 12. Und daraus die Wurzel invers den, also 1,7 irgendwas. 1,7, was nicht so unplausibel ist für mich. Also Sie können sagen, okay, der Würfel ist im Mittel 3,5 und er schwankt mit 1,7. Eine sehr grobe Beschreibung für den Würfel, aber es sind ja nur zwei Zahlen, die die Verteilung beschreiben sollen. So sieht das bei einer diskreten Zufallsgröße aus. Zweites Beispiel, eine stetige, wie habe ich das genannt? Varianz des idealen Würfels und jetzt hier Varianz einer stetigen Verteilung, nämlich Varianz x ist gleichförmig zwischen 1 und 6. Jetzt als stetige Zufallsgröße, also x kann sein 5,3, 1,7, Pi, Wurzel 2, all das kann x sein, aber es soll mit der gleichen Wahrscheinlichkeit jede Zahl zwischen 1 und 6 annehmen. Vielleicht machen wir erstmal die Wahrscheinlichkeitsdichte auf. Wie muss die aussehen? Natürlich, wegen gleichförmig muss es eine horizontale sein, keine Frage, dass jeder Wert gleichmäßig vorkommt, mit der gleichen Wahrscheinlichkeit vorkommt. Bei der Höhe muss man vorsichtig sein, wenn Sie sich angucken, wie viele Kästchen das sind. Es sind 5 Kästchen. Die Höhe muss absurderweise ein Fünftel sein. Ist nicht ein Sechstel. Ein Fünftel da, ein Fünftel da, 5 breit. Von 1 bis 6 sind 5. Es ist 5 breit und ein Fünftel hoch. Das wäre diese Verteilung. Ich sollte sagen, diese Dichte, die ist 0,0,0,0 beim Wert 1. Geht sie auf die Höhe ein Fünftel und bei x gleich 6 geht sie wieder auf die 0. Und ich male mal wieder ganz dreist vertikale Teile in den Graphen da rein. So, das ist die Verteilung. Jetzt kann ich den Erwartungswert berechnen, lohnt sich irgendwie nicht. Der Erwartungswert wird natürlich wie eben 3,5 sein. Das ist offensichtlich, das rechnet doch kein Mensch dann tatsächlich noch aus. Die Varianz ist spannender. Wie kriege ich die Varianz? Die Größe ins Quadrat minus im Mittel minus Mittel der Größe ins Quadrat. Jetzt brauche ich hier ein Integral. Das ist eine stetige Zufallsgröße. Ich muss integrieren von offensichtlich 1 bis 6. Und
die Wahrscheinlichkeitsdichte ist ein Fünftel mal mein Wert ins Quadrat. So sieht das dann aus. Dichte mal Wert integriert. Kann sich erinnern, wie das mit den Erwartungswerten ging? Wo war ich hier bei den Erwartungswerten? Ach, da ist der Erwartungswert. Dichte mal Wert integrieren. Hier war es der Erwartungswert der Größe x. Jetzt will ich aber x² haben. Was das Mittel von x² ist, hier haben wir dann das Mittel von x². Da muss dann x² stehen. Das ist der mittlere Wert des Quadrats. Minus, das hier hinten kennen wir schon, müssen wir jetzt nicht haben. Das ist 3,5 Quadrat natürlich. Wo ist der Erwartungswert hier? Wo ist der Schwerpunkt hier? Bei 3,5. Wie bei dem normalen Würfel. Dieses Integral lösen wie üblich mit Stammfunktion. Ich suche eine Stammfunktion zu 1/5 x². Das wäre sowas wie 1/15 x hoch 3, wenn ich mich nicht jetzt verrechnet habe. Wenn Sie hier probeweise ableiten, kommt eine 3 nach vorne, kürzt sich mit der 15, bleibt 1/5 stehen, x hoch 3 wird zu Quadrat. Das wäre das Integral da vorne, minus 3,5 ins Quadrat. Macht also, jetzt wird es ganz eklig, 6 hoch 3, 15, minus 1 hoch 3, 15, minus 3,5 Quadrat ist gleich und so weiter. Unsägliches Ausrechnen. Ich habe rausgekriegt 2 1/12. Das ist weniger als vorher. Bei dem Würfel hatten wir 2 11/12, bei dieser Zufallsgröße 2 1/12. Und das heißt, das sieht da unsäglich aus. Die Standardabweichung hier wäre also Wurzel 2 1/12. Und das ist 2 plus 1/12 und jetzt die Wurzel 1,4 ungefähr. Also etwas weniger als eben. Haben Sie eine Idee, warum das weniger sein muss? Wenn ich sowas versuchen würde wie die Wahrscheinlichkeitsdichte für einen Würfel, müsste die ja so aussehen. Jeweils Peaks, die bis ins Unendliche gehen, unendlich schmal sind, bis ins Unendliche gehen, und jeweils die Fläche 1/6 haben. So wäre in Anführungszeichen eine Wahrscheinlichkeitsdichte für den Würfel. Und Sie sehen, dass die weiter außen liegt. Sie haben hier ganz außen noch Peaks sitzen, aber nicht bei der roten Kurve. Die hört schön auf. Wäre einer von vielen Gründen, warum die grüne Kurve, die in Anführungszeichen Wahrscheinlichkeitsdichte für den Würfel, die es nicht gibt, eine höhere Streuung haben sollte, eine etwas höhere Streuung haben sollte als die für die rote.